Der Garten für uns bedeutet Freiraum. Die Kinder können frei spielen. Man kann sie einfach mal rausschicken, ohne Angst zu haben, dass sie auf die Straße laufen. Sie können sich ja austoben, können viel erleben, viel Fantasie mitbringen. Ja, sehr schön. Also wir sind eine relativ sportliche Familie. Ich lebe mit meiner Frau hier zusammen und unseren beiden Kindern. Der Jonas, der ist 5 Jahre und die Paula ist 2 Jahre alt. Wir sind ja neu hierher gezogen. Das ist unser erster Sommer hier in Nischitz mit unserem neuen Haus, was wir uns hier gebaut haben. Und damit das Erste, was wir zuerst gemacht haben, ist das Klettergerüst hier in den Garten zu stellen, um dass die Kinder frei spielen können. Ja, dadurch, dass wir sehr viel noch am Haus zu tun haben, mit Bauarbeiten und dem Garten, ist es natürlich super praktisch, wenn die Kinder einfach hier vor Ort zum Spielen rausgehen können, aufs Klettergerüst. Also ich denke, gerade so viele verschiedene Bewegungen sind, denke ich, wichtig für die Kinder, für die motorische Entwicklung, für die Fitness, dass sie sich ausreichend bewegen, nicht den ganzen Tag drin sitzen, vorm Fernseher oder vor der Konsole. Also der Jonas, wenn er klettert, benutzt eigentlich alle Elemente. Er macht sich seinen Parcours fertig und dann klettert er die Kletterwand, Strickleiter und auch die Rutsches. Die Paula, die will aber auf jeden Fall alles machen, was der Jonas eigentlich auch macht. Schafft es zwar noch nicht immer, da helfen wir ordentlich mit und freut sich dann auch, wenn sie was geschafft hat und will es immer nochmal und nochmal und nochmal machen. Einer der Gründe, um hier nach Nischitz zu ziehen, waren, dass meine Eltern hier ganz in der Nähe wohnen, also im selben Ort. Ja, ich habe zu Hause auch so ein Klettergerüst für meine Enkel gebaut. Es macht Spaß, für die Kinder was zu machen und es macht auch Spaß, mit den Kindern was zu machen. Ja, das Klettergerüst ist auf jeden Fall sein Geld wert. Es ist stabil, es ist sicherlich auch mehrere Jahre haltbar. Also meine Eltern haben das schon viele Jahre auch im Garten und es hält. Da ist noch nichts kaputt gegangen. Ja, sehr schön. Ah!